Hallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die. Let's play together, gemeinsam mit der Tibra da oben auf dem Dach. Hallo und mit dem anderen unten in der Bank. Genau, und der lernt gerade Repair Tool Schematic. Gut, Sehr schön. brauchen wir, dann können wir nämlich die ganzen Autos hier zerlegen. Genau. Ja, ultra cool. So, jetzt geht's an den großen Safe. Ja, und er sollte dann erstmöglichst in die mittlere Base zurückkehren. Gleich. Jetzt noch. Nein. Doch, was? Das sind 12 Wand-Safes. Oh Gott, ich komme runter und helfe dir. Jo. Sonst kommen wir nicht mehr, sonst müssen wir hier verweilen. So, das heißt zurück mit dem Zeug hier. Aber, ach Stuckhacke, ich habe mein Eisenwerkzeug nicht dabei. Was tust du, die Stahlspitzaxt nicht mitgenommen? Nein, ich sehe nur einen Zombie, wie er durchs Wasser wartet. Ich komme trotzdem runter. Mach das da oben mal wieder zu. Ja, er hat mich aber nicht gesehen. Oh. Okay. Was ist denn? Ach, jetzt bin ich wieder auf der Leiter. Irgendwie bin ich sehr ungeschickt im Umgang mit Leitern. Aber jetzt. Auch nicht. Und von der Leiter nicht weg, du. Ich will mich zu dir reinhandeln, aber ich komme von der Leiter nicht weg. Ah ja, jetzt. Oh, das reparieren wir hier gleich. Könnte ja sein, dass wir das noch brauchen. So, ich muss da mal kurz zusammensortieren, was wir gegebenenfalls rausschmeißen. Na, ich komme schon. Wenn es knapp wird, zum Beispiel dieses Rotting Flash, das schmeißen wir da gleich mal irgendwo hin. Das braucht Mach nämlich dann niemand. auch gleich diese Spikes. Wo sind Schutz und sie? draußen ist es. Lock. Spike. Na gut. Spike. Gut, Spikes. Da sind sie. So, Denn dann gucken wir mal, was wir so in den Saves finden. Affenarsch kommt immer näher. Oh mein Gott. Waves. Sind die alle schon offen?
alle offen. Hunting Knife, dann die Keule mit den Spitzen, habe ich gerade gelernt. Also da sind jede Menge Bücher. Das ist wirklich geil. Bücher nicht, aber Waffenteile habe ich. First Aid Kit Gematic ist im mittleren, in der zweiten Reihe. Das kann ich schon, das kannst du gleich tun nehmen. Paper, dann mal da zusammenstecken. Das Problem ist nur, ich werde mittlerweile voll. Okay, dann lass es mich nehmen. So, Repair Tool kannst lernen, das kann ich schon. Das liegt okay. Da von ja. Oben, zweite Reihe rechts. Habe ich gerade genommen, denn ich bin auch schon voll. Weiter unten ist auch noch ein Schematic, das kannst du da lernen. Ich habe ein Schematic von Shotgun. Kann ich die Shotgun lernen? Ja, ich kann es noch nicht, aber lernen, ja. Kein Problem. So, ich habe jetzt noch einen Platz frei, falls du irgendwas nicht nehmen kannst. Warte mal, ich tausche das aus. Da ist noch ein Teil, den nehme ich. Okay, ist unten irgendwas drinnen? Unten ist jetzt alles leer. Okay, zweite Reihe ist leer. Dritte ist leer. Es sollte alles leer sein. Vierte ist leer, passt raus. Ich bin puffvoll. Ja, ich auch. Aber Papier könnten wir stecken oder was zu essen oder irgendwas in der Richtung. Ja, das können wir machen. Da ist eher Warnsafe. Den verwenden wir. Okay. Muss zusammenlegen. Ich gebe einmal das Papier rein. Okay. Was hast du noch? Fleisch würde ich nehmen. Ich habe Fettknochen. Fett und Knochen kann ich stecken. Ja, das kannst du mal reinlegen. Nimmst du einmal das Papier und legst die zwei rein. Und Close Fragments habe ich auch. Close Fragments habe ich nicht. Okay, ich habe Honig, ich habe Golden Rod. Aber nicht, nein. Schmeck das mal aus. Ja, ich habe jetzt. Ja, ich habe zwei frei und das werde ich schaffen bis rüber. Wenn wir retour laufen und wir sollten jetzt wirklich laufen. Passt. Okay, dann raus geht's. Ups, achso, da hast du zugemacht. Ja, oder? Es war da draußen ein Zombie, dachte ich mir, ich mach zu. Gut. So, dann meine Frames. Richtig. Hihi, wenn ich dir den jetzt wegnehmen würde. Ja, es passiert schon. Ah, nein! Nein! Wieder der Woodframe mehr gesetzt. Also das Handling bei dem Spiel mit den Woodframes ist ein Wahnsinn. Oh mein Gott. Ich habe jetzt dreimal gedrückt und er ist wieder nicht da gestanden. Ich kann den Rucksack nicht mal aufnehmen. Na, du brauchst nichts aufnehmen. Ich werde mich trotzdem... soll ich in die mittlere Base zurücklaufen? Ja. Gott, das kann nicht wahr sein. Jedes Mal mit dem Frame setzen. Das ist. Ich verstehe es nicht, was die geändert haben. Das hat einmal relativ gut funktioniert. Das Framesetzen ist mittlerweile ein Wahnsinn. Du kannst auf die Woodlock Spikes, das ist jedes Mal eine Herumgetue. Schrecklich. So, ich bringe jetzt nichts raus aus dem Inventar, wenn wir da auch voll sind. Ach Gott. Oh, und ich kann dann nicht mal einen Woodlock Spike setzen. Also eine meiner größten Bitte an die Entwickler von diesen Games ist, bevor sie, das gilt auch für Ark und auch bei 7 Days, bevor irgendwas neu gemacht wird, bitte erledigt die Bugs. Es ist... Hackelige Steuerungen ist das Schlimmste in einem Game und führt dazu, dass man frustet. Warum kann ich nichts setzen? So... Ich räume da jetzt mal alles raus. Komm da nicht drüber. Ja,
wie es bei mir gerade war. Na, ich mag's anders. Bau mir einen anderen Weg. Ich hab's dann schon auf der Wand probiert. Dann hat's ausgeschaut, wie wenn er sitzen würde und. Ja. So. Okay. Laufe zurück. Ich sollte ja irgendwo dann die mittlere so, Base Fleisch finden. Gehen wir da rein. Und das ziehe ich dich in der Ferne. Wundere dich nicht, ich habe jede Menge Frames gesetzt und sie nicht mehr weggenommen, weil ich nicht gewusst, wie ich sonst drüber komme. Aber wenn keiner dort ist, würde keiner raufkappeln, oder? So was brauche ich. Du. Ja. So, ich habe jetzt alles einmal draußen. Wir haben da irgendwo. Da drüben ist klar. Ich nehme oh, jetzt ich da hoffe. Einfach die Pistole raus, dass ich irgendwas mit habe. Achso, meine Woodframes sind ja auch weg. Ach Gott. Ja, ein paar neue. So, Brust. Dann machen wir ein paar. Ich hoffe, ich finde den Weg, weil witzigerweise habe ich keine Base eingezeichnet. Ja, du musst ja die mittlere drinnen haben. Ich finde gerade nichts. Oh, ganz weit weg. Doch, ich habe sie. Aber ich lauf mal. Ich weiß ja noch ungefähr, wie der Weg war. Spät haben wir 17:06 Uhr. Puh, ich muss jetzt darüber und dann retour. Ich gratuliere. Na, darüber, das kannst du sparen. Ich muss froh sein, wenn ich zur mittleren Base komme. Ja, das ist gerade immer. Das geht in einer Stunde. Weg nicht. Und die Zombies werden mehr. Üh. Du musst ja einfach nur südlich raus und die Straße ja, entlang. Ja, mache ich ja. Ach ja, da war das der Friedhof. Und der Turm ist das mittlere, die mittlere Base. Ja. Und der Friedhof, da war das Haus. Ja, ich weiß schon. Volle 40 Punkte verloren. Was, du hast jetzt 40 Punkte 40 verloren? 40 Punkte sind jetzt weg. Oh Gott. Er sagt, ach ja, ich sehe den Turm langsam. Okay. Ja, das ist schon mal gut. So, ich sollte da bei der Scheune ein bisschen Abstand halten, glaube ich. Drück näher. Irgendwas hat sich da gerade bewegt. Querfeld ein, auf einmal mit erwischen, die kriegt ihn dort nicht im Übermaß. Ja, hallo Hirsch, hast du Glück, dass ich da weiter muss? Keine Zeit habe. Verschnaufpause, wir visieren den Turm an. Weiß ich super im Weg. Ah ja, und den Weg dort laufen wir. Wer fällt ein? Der Hoffnung auf keinen Zombie draufzusteigen, weil für das bin ich ja prädestiniert.
Ja, da kriegt man gebrochene Beine von den Griechen. Lady, weg mit dir. Okay. So, wir sind auf der Straße und bei dem weißen Auto. Jetzt Okay, lassen wir ich mal bin die fast ausdauern. beim Turm. Mittleren Base. Ja, ein Zombie. Oh, ja, genau, ich sehe schon. Sehe schon unsere mittlere Base. Also das ist mal gut gegangen. Jetzt halten wir nur noch den anderen die Daumen, dass er hin und zurück es schafft. Feldlager. Ja gut, na dann hast du nicht mehr weit. Wie lange bist du jetzt retour gelaufen? Circa Stunde, ich weiß nicht einmal. Ach du Kacke, mich schreckt's. Da ist ein Zombie und ich kann noch nicht die Brücke bauen. Du wertloses Stück Dreck. Okay, laufe ich einmal rundherum. Dadum, Aber nicht zu schnell, sonst holst du ihn wieder ein. jetzt bin ich undetected. Das heißt, ich schleiche mich rundherum. Nein, ich bin nicht undetected. Ja, Tag 14. Wie gesagt, das Zombie-Aufkommen ist leicht erhöht. Das ist unsere generelle Bin Spieleinstellung. so gelaufen, dass er. Ach ja, das waren die Spikes. Danke. Hat sie ihn erwischt. Hat ihn erwischt, ja, ich Oh, ein denke schon. Schweinchen. Und ich habe meine Keule nicht da. Hast doch Glück. Kannst heute mit dem Hirsch abfeiern. Party, Party, Party. Und mit den Woodspikes, die mir zuerst erlegt haben. Okay. Und Ich werde jetzt Dreierparty. einmal die Brücke bauen und dann gleich nochmal das Zeug hier reparieren. Arsch hier gemacht hat. Der alte Base. Perfekt abgesichert. So, mein Rucksack liegt Zwischen den Woodspikes genau am Rand. zwischen den Woodspikes. Okay. Also man kommt hin. Man kommt hin, ich konnte Okay. ihn orten, er hat es mir angezeigt, aber ich ja, konnte nicht sehen. Na, na, passt schon. So, und der Geier hat es nicht einmal was dabei gehabt. Geh mal am Arsch, wählt mich und hat nichts dabei. Sackratte. Oh, ich hätte noch ein paar Wood Spikes über, die werde ich einfach verteilen, ne? Das ist ja ein richtig hübsches Feld an Spikes. Oh, da drüben ist noch. Jetzt ziehe ich nämlich vor die Pfeiler hin, dass da kein Spidey aufkommt. Weißt du, wie ich meine? So, du, ich konzentriere mich jetzt, weil ich bin wieder bei den Woodspecks. Wenn da noch einmal was schief geht mit den Frames, kriege ich die Krise. Ich habe keine. Jetzt brauche ich Stone Axe, craften. So, ich hab's wieder. Sehr gut.
Vollgas. Ich warte und baue die Brücke auf, wenn du in der Nähe bist. Ja, ja. So. Ich starte mich jetzt nur mal kurz aus. So viel Zeit muss sein. Okay, ja, die hast du. So, und ab geht's. Schön still. Ja, die Ruhe vorm Sturm. Die Zombies sammeln sich. Tag 14 haben wir die ersten Spucker dabei. Höchstwahrscheinlich. Also es könnte sein. Es könnten auch schon die ersten Feral-Zombies dabei sein. Spiders sind auf alle Fälle. Dann hätte ich doch noch mehr setzen sollen an Spikes. Was hast du jetzt Pfeile mit? 225. Okay. Pfeilchen ist. Deine Markierung ist noch relativ klein, könnte interessant knapp werden. Aber du wirst schon, du kommst schon näher. Ich sehe, du kommst näher. So, ich bin am Friedhof vorbei. Okay. Rechts sehe ich schon die Bäume, wo das Zeltlager steht. Dann ist nicht mehr so weit. Sondern es werden immer mehr. Ja, bei mir geht der Ausdauerbalken jetzt extrem schnell runter, weil ich nicht mehr so viele Punkte habe. Ich versuche mal zu schleichen. So, ich werde einmal kurz gehen. Er ist noch sehr, sehr ruhig. Ja, du kommst näher. Woodframes stehen noch. Moment, ich habe sie gerade aufgestellt. Lückenlos. So, jetzt sollte sich so ausgehen. Durchlaufe. Das weiße Auto. Ach, da ist auch noch eine, gekocht. Ja, ja. Nur noch eine halbe Stunde. Fuck, fuck. Gleich bist du da. So. Das Gelbe. Und bitte fahr ich jetzt nicht vor die Woodframes so weh. Ich bin nicht runtergefallen. Naja, das ist das Ding. Ah, Kaktus. Sind dem
Dunkeln siehst du die Kakteen so schwer. Ja. Nimm die Fackel. Oder es zieht, dass die. Keine Ahnung, ich hab keine Zeit. Nimm da wieder. Ich muss ja nur rauskramen. So, ich bin im Wald bei uns. Gleich auch. Und ich sehe schon das Haus. Die letzten 10 Minuten. Mhm. Jo. 8. 7. 6. Geh rein. Rein dir zu. Geh weg, geh weg. So, dann sollten wir hier vielleicht einen kurzen Cut machen. Rauf, rauf, rauf. Komm, komm, komm. Rauf, rauf, rauf. Zick, zick. So, jetzt. Ich glaube, das lassen wir gleich weiterlaufen. Gibt es ja jetzt eine längere Folge. Okay. So, sie kommen von der Ostseite. Oh ja. Da kommt jede Menge an. Oh mein Gott. Die Tür, ich sichere die Tür. Innen. Am Balkon. Ja, viel machen können wir ja nicht. Über uns, Biene. Osten, Osten runter. Motoro. Osten, ja. Die laufen noch immer welche. Ah, die erwischt du nicht. Ja, es ist mit der Armbrust leichter. So, wir wechseln nochmal den Standort wegen den Woodspikes. Wir stellen sie jetzt einfach auf die andere Seite rüber. Ja. Durchs Gestrüpp. Oh, Spiders. Ich hasse Spiders. Oh mein Gott. Der blutrote Mond. Okay. Ja. Hast du? Jupp. Gut. Ein Griecher. Noch ein Griecher. Wie immer die Nachhut. Die sind immer so cool, die kommen immer zu spät zur Party. Griechen die auch schneller, oder? Nein, die Griechen wie immer. Ach, das sind auch Griecher. Deshalb kommen sie immer eine halbe Stunde später an wie alle anderen. Aha. Da ist schon alles erledigt. Bitte fall nicht runter, du hast Begabungen. Ich bin nicht runtergefallen. Trotzdem hast du Begabungen. Ich liebe nur das Aufstellen von den Woodframes. Jo, es ist 11:30. Zum Tag, eine halbe Stunde zum Tag 15. Kommt noch einer. Ein Griecher, bitte, bitte. Ich auch.
War es das? Ja. Okay. Wir haben jede Menge Pfeile in Reserve. Großartig wird nicht mehr kommen. Nein, also wandern sind es nur einzelne. Ja, ich bin jetzt gerade hunted, aber da Ich lebt bin nur irgendwo sensed. unten einer. Aber ansonsten ist es, glaube ich, vorbei. Gut. Ja, ein bisschen Aufregung in den letzten Folgen. Wenn es gefallen hat, dann trotzdem bitte Daumen hoch, Abo, liken, weiterempfehlen. Da kommt noch einer zur Party zu spät. Ah ja, den nehmen. Dann da hinten noch einer. Und dann würde man sich natürlich freuen, wenn es beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wir werden jetzt noch die letzten paar Grieche erledigen. Und ja, Ja. wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es wieder retour geht zur neuen, also zur Baustelle, zur neuen Base. Ciao! Ciao.